in Austria. I just got invited by this guy here. Took me hitchhiking. What a crazy mountain, eh? Hallo, grüß Gott. Ich bin der Josef aus Österreich. Ich habe Wunder erlebt in Medjugorje. Kurz zur Vorgeschichte. Ich bin in einem katholischen Elternhaus geboren, bin getauft worden als Katholik, als Christ und ich habe geglaubt, es genügt einfach nur Christ zu sein, katholisch zu sein. Ich habe nie nach meinem Glauben gelebt. Ich war mein ganzes Leben ein großer Sünder. Natürlich waren ein paar gute Sachen auch dabei, aber im Großen und Ganzen war ich ein Lügner, ein Betrüger. Ja, bis alles zusammengebrochen ist und ich habe dann meine Firma verloren, Haus und Hof verloren, meine liebe, schöne Familie verloren. Und vor ein paar Jahren, wie ich alles total zusammengebrochen ist, hatte ich endlich Zeit, mir zu überlegen, was ist überhaupt auf dieser Welt. Und da bin ich drauf gekommen, diese Welt alleine ist es nicht. Wir werden gelenkt von Gott und auch anderen Mächten, die andere Seite, die will ich aber jetzt nicht erwähnen, sondern da bin ich vor einigen Jahren dann zum Glauben gekommen und immer intensiver und habe mehr studiert, gelesen, Schriften gelesen, mich informiert und irgendwann war der Zeitpunkt dann da, wo es in mir gefunkt hat. Über Nacht gefunkt hat und ich habe gewusst, das ist mein Weg zu Gott. So, das ist ganz kurz nur das erwähnt, aber jahrzehntelang zieht mich die heilige Maria schon nach Medjugorje, im ehemaligen Jugoslawien, Bosnien-Herzegowina. Und ich bin nie dorthin gekommen, obwohl ich beruflich und privat oft in dieser Nähe war, nicht weit weg. In Bosnien, in Kroatien war ich oft unterwegs und konnte nie dorthin kommen, obwohl mich die Maria Jahrzehnte hinunter, seit ich das weiß, dass dort die Erscheinungen sind. Und in den letzten 2-3 Jahren bin ich sehr krank geworden, dieses Jahr besonders krank, verschiedene Krankheiten, Herz, Lunge, Füße, Thrombose, Lungeninfarkt und. Ich will das gar nicht alles erwähnen, es war zu viel. Psychisch natürlich auch total krank. Und wie ich das dieses Jahr war ich wieder bei verschiedenen Ärzten und Spitälern und wie ich das letzte Mal im Spital, im Krankenhaus gelegen bin, das war noch im Oktober 2014. Da war schon vorher mein großer Wunsch, so und jetzt muss ich das erste und einzige Mal nach Medjugorje pilgern. Es geht nicht mehr anders. Ich muss. Es hat mich hinuntergezogen. Und das war mein Wunsch und das Erleben. Und dann habe ich keine Vorstellungen mehr gehabt, auch keine Wünsche, wie ein Weiterleben nach diesem Besuch in Medjugorje für mich stattfinden könnte. Nein, das war mir dann egal. Das muss ich erleben und alles andere ist egal. Mein Leben ist dann erfüllt. Ich habe mich dann angemeldet. Bin dann im Krankenhaus, habe ich gesagt, an diesem und diesem Tag spätestens muss ich heraus. Dann habe aber nicht gesagt, warum, ich habe es auch dem Arzt nicht gesagt, wegen meiner Krankheiten, Thrombose, Fuß und so weiter. Vielleicht wäre diese Pilgerfahrt mit einem Reisebus von hier aus dem steirischen Enztal, wäre mir vielleicht verboten worden. Und ich habe Stillschweigen gehalten und bin einfach mitgefahren. So, nach etlichen Kilometern komme ich drauf, ich habe meine Medizin, circa 15 Tabletten für alles Mögliche, vergessen. Es waren in unserer Pilgergruppe waren zwei Krankenschwestern, die haben gesagt, die waren nervös. Ich habe gesagt, nein, ich brauche das nicht. Okay, und ich habe es wirklich nicht gebraucht, das will ich schon jetzt erwähnen, ich habe es nicht gebraucht. Und dann sind wir hinuntergefahren, war wunderschön, teilweise haben wir gesungen, gebetet, wieder Station wo gemacht, wunderschön. Dann sind wir in Medjugorje angekommen. Ich war endlich dort, wo meine Mutter im Himmel erscheint.
seit 33 Jahren. Sie hat auch erwähnt, es wird das letzte Mal sein, dass sie auf dieser Welt erscheint. Früher war Fatima, Lourdes und so weiter. Und das ist jetzt ihr letztes Erscheinen. Und das dauert schon 33 Jahre an. So, okay. Wir sind angekommen, ich habe nichts verspürt. Es war wunderschön, mildes Klima, schön. Wir haben ein Abendessen bekommen in unserer Pension und haben dann noch am Abend gebetet. Wir hatten auch einen Pater mit, Pater Augustinus von Trieben. Ganz ein besonders netter, lieber Mensch. Alle waren lieb, auch die Pilger, alle waren lieb, muss ich erwähnen. Und am nächsten Tag um 9 Uhr, da sind verschiedene Messen, verschiedensprachig am Tag, um 9 Uhr war eine deutsche Messe, die hat unser Pater mit einem anderen Priester gehalten, von einer anderen österreichischen Reisegruppe, Pilgergruppe. Und ja, das war eine wunderschöne Messe. Und nach der Messe sind wir dann langsam zum Erscheinungsberg gegangen, wo die Heilige Maria vor 33 Jahren zum ersten Mal erschienen ist. Und ich bin mit meinem wehen Fuß, muss betonen, der linke, ist zwar sehr krank, aber man kann es sehen, das ist alles nicht mehr durchblutet. Da wurde gesprochen von schlimmen Sachen wie Fuß abnehmen und so weiter. Der war aber nicht das Problem, weil mit dem konnte ich immer gehen und auch Stufen steigen. Nur der rechte Fuß, bei dem bin ich vor 2 Jahren circa operiert worden, durch und durch, weil ich in ein Spiel von 2 großen Hunden gekommen bin. Und die haben genau meinen Fuß in Volllauf erwischt. Und es hat nur noch gerieselt und ich ging zu Boden und konnte nicht mehr aufstehen. Ich bin dann sehr gut operiert worden. Das war eine Schienbeinkopfzertrümmerung. Aber ich konnte anschließend, ich konnte wieder ganz gut gehen, aber ich konnte jetzt die letzten 2 Jahre nicht mehr Stiege steigen. Das ging nicht mehr. Ich musste den linken Fuß nach vorne setzen und den rechten überstufen. Nicht auf der Ebene, sondern überstufen. Oder auch über kleine Erhebungen, zum Beispiel bei einem Gehsteig. Ich musste immer mit dem linken vorgehen und den rechten konnte ich dann nachziehen. Es ging nicht anders. Okay, und so gingen wir nach der Messe in Medjugorje zu diesem Erscheinungsberg. Und alle den ganzen Weg, ich war sowieso der Letzte, weil so schnell, auch wenn ich gut gehen konnte, so schnell war ich nicht. Und ich habe gesagt, geht nur weiter zu den anderen, geht nur weiter, weil die haben auf mich ein wenig aufgepasst. Und ja, ich bin dann auch angekommen am Fuß des Erscheinungsberges. Ich wurde aber vorher schon sozusagen gewarnt, das ist nichts für mich, weil das sind nicht kleine Steine, das sind große Steine hinauf. Groß und nur Steine, 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 Steine. Und links und rechts Gestrüpp und Disteln und Dornen. Es ist ein armes Land, es ist ein wahnsinnig armes Land. Diese Gepflogenheiten der Natur, nur Steine und Disteln, das ist auch in der Ebene. Da sieht man keine Kühe, man sieht Ziegenschafe, ein paar wenige. Das ist also ein armes Land. Und am Fuß angekommen war noch ein Restaurant. Und ich wurde sehr oft, ich glaube 10-mal mindestens, von Pilgern gewarnt. Du kannst da nicht hinaufgehen, es geht nicht. Setz dich in das Restaurant hinein und du bist im Geiste bei uns. Und ich habe, ohne zu überlegen, verneint, nein, das geht nicht, ich muss hinauf. Und ich gehe hinauf, ich gehe hinauf. Okay. Dann sind wir hinaufgegangen. Natürlich war es für mich eine riesige Beschwerde. Ich hatte 2 Stöcke und habe mich irgendwie mit der Muskelkraft ein bisschen hinaufgestoßen, den linken Fuß wieder nach vorn und den rechten irgendwie wieder nachgezogen. Und da waren Stationen zum Beten, da ist unsere Gruppe dann immer stehen geblieben. Wenn ich dort einmal angelangt bin, habe ich nur ein Kreuz gemacht und habe mich entschuldigt ganz leise, ich muss weitergehen, weil sonst ich kann jetzt nicht mit euch hier beten. Pardon. Und nach einem, weiß ich nicht, 200 Meter, ich weiß es nicht, konnte ich nicht mehr, es ging nicht mehr, aber aufgeben wollte ich nicht. Wie auch? Wie auch? Nein, ich muss da hinauf.
Dann habe ich gesagt, habe ich gebetet, Heilige Maria, du ziehst mich schon Jahrzehnte hierher zu dir. Bitte hilf mir, reich mir deine Hand, hilf mir. Und es ging wieder. Mühsam, aber es ging wieder. Es wurde dann wieder zäher, mühsamer, konnte wieder nicht mehr. Ich habe gesagt, Heilige Maria, meine Mutter hier, du bist verantwortlich jetzt für mich. Du hast mich hierher gezogen. Wie ein Magnet hast du mich hierher gezogen. Deine Hand alleine genügt mir nicht. Lass mich einhängen bei dir. Gib mir deinen Arm, lass mich einhängen. Und es ging wieder. Wurde auch wieder mühsamer und zäher. Ja, was mache ich jetzt? Es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Dann kommt mir in den Sinn, alle armen Seelen im Fegfeuer. Da muss ich jetzt kurz was einwerfen. Vor einem halben Jahr hatte ich hier in diesem Raum, wo ich sitze, ganz gemütlich, ohne Alkoholkonsum, ohne Drogenkonsum, ganz einfach, wie ich hier sitze, eine Vision. Es erschien ein Mann, schwarze Haare, ein schöner junger Mann, mit 40 Jahren vielleicht, und einen hellgrauen Anzug. Und er sagte zu mir, ich bin ein Enkel Gottes und du hast eine Aufgabe zu erfüllen. Und ich sage, für Gott mache ich alles. Aber wer sagt mir, dass du wirklich ein Enkel bist? Warte, Gott wird es dir beweisen. Und er verschwand, löste sich auf. Und dann in diesem Moment kam ein riesiges Bild vor mir her mit vielen, vielen unzähligen Menschen. Die erste Reihe war natürlich sichtbar komplett und es wurde natürlich dann hinten immer kleiner, 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 bis mich ganz hinten nur noch ganz kleine Köpfe anschauten. Aber alle haben auf mich geschaut. Und in der ersten Reihe standen meine Großmutter und mein Großvater, die mich so viel geliebt haben, die eigentlich meine Eltern waren. Mit meiner Mutter, ich war ein lediges Kind, ich hatte meinen Vater nicht viel gekannt, einmal, zweimal, dreimal habe ich ihn irgendwann gesehen, hat mich uns meine Mutter verlassen, ist egal, das stört mich nicht, das ist so. Aber meine Großeltern, die waren mein Halt, die waren meine Liebe, die waren mein Leben als Kind. Leider sind sie zu früh verstorben, aber auf einmal sehe ich sie hier und dann im gleichen Moment, wo ich dann höre meine Großmutter so flehend, ich bin der Josef, wie erwähnt, und das ist bei uns im Dialekt, sagt man Sepp, Kosename Seppi oder Seppel. Meine Großmutter schließt die Hände, schaut mich an und sagt, Seppel, hilf uns, hilf uns. Und ein zweites Mal, Seppel, hilf uns. Und dann hat sie das alles aufgelöst. Wie soll ich das erklären? Wie eine Seifenblase, wenn sie zerplatzt, wenn sie immer dünner wird. Das hat sich dann aufgelöst und ich habe sofort gewusst, das waren jetzt die armen Seelen im Fegefeuer. Und seit dieser Zeit bete ich fast täglich für alle armen Seelen, weil meine Großmutter gesagt hat, hilf uns. Und mich haben ja alle dort angeschaut. Nicht nur für meine Großeltern bete ich, sondern für alle armen Seelen im Fegefeuer. Wie gesagt, beinahe täglich. Und ich lasse einmal im Monat, habe ich jetzt immer eine Messe lesen lassen, fünfmal dieses Jahr, 2014, weil vor einem halben Jahr war das und das habe ich jetzt machen lassen, eine heilige Messe, einmal im Monat, für alle armen Seelen im Fegfeuer. Und das ist mir eingefallen und ich habe nie was verlangt. Ich wusste in diesem Moment aber auch, wo ich auf den Erscheinungsberg nicht mehr weiter konnte, ist mir eingefallen, ich habe doch schon gehört und gelesen, man soll für die armen Seelen beten im Fegfeuer. Und sie werden auch uns Menschen, uns lebenden Menschen hier auf der Erde helfen. Das können sie. Sie können sich selbst nicht helfen, das müssen wir machen mit unseren Gebeten, aber sie werden uns helfen. Und das ist mir eingefallen in dieser Sekunde. Und ich habe dann gebetet, sage ich, ihr armen Seelen im Fegfeuer, jetzt erinnere ich mich an das, dass ihr auch Menschen helft. Ich bete für euch aus Liebe, aus Überzeugung,
aus Freude und lasst die Messe lesen aus Liebe und nicht, weil ich von euch etwas will. Aber es ist ein Moment da, ich muss euch jetzt bitten. Ich muss euch jetzt bitte bitten, helft mir. Helft mir hinauf auf den Erscheinungsberg. Und wie wenn ich hinaufgetragen worden wäre, auf einmal war ich oben. Ich bin schon gegangen, ich bin nicht geschwebt. Nein, nein, ganz normal gegangen. Aber es ist relativ leicht gefallen. Und wir sind ziemlich zusammen angekommen, die ganze Gruppe. Ja, natürlich haben wir ein bisschen länger gebraucht, weil die haben unterwegs gebetet. Aber wir waren zusammen hier. So, wunderschön. Eine Freude in mir. Dann oben am Erscheinungsberg ist eine, wo die Maria zum ersten Mal erschienen ist, ist eine wunderschöne Statue, die ist mit einem kleinen Zaun kreisförmig eingezäunt. Drinnen liegen Blumen und Bittbriefe von den Pilgern, die kommen. Und unsere Gruppe, wir waren ca. 28, 29 Personen, wir haben um diese Marienstatue einen Kreis gebildet, haben uns an den Händen gehalten und haben gebetet und gesungen. Wunderschön. Und nach diesem Gebet und Gesang sagt meine Nachbarin, ich habe alle nicht gekannt vorhin, sagt diese Nachbarin, was neben mir gestanden ist, eine kleine, zierliche, liebe Frau, sagt zu mir, Entschuldigung, ich habe dich so fest gedrückt. Sag ich, nein, ich habe noch nie so was Sanftes, so was Zärtliches in meinem Leben verspürt. Nie. Nach ein paar Minuten kommt sie wieder zu mir. Na, lass mich schauen, du musst einen blauen Fleck bekommen. Das gibt es nicht, ich habe dich doch so fest gedrückt. Sag ich, nein. Und das ging 20 Mal in Medjugorje, immer nicht jetzt hier oben am Berg, sondern überhaupt bis zur Heimfahrt. Ging das immer weiter, ich habe dich so gedrückt, entschuldige, es tut mir leid, und ich immer wieder, nein, es war das schönste, das zärtlichste Gefühl, das ich jemals gespürt habe. Okay, im ersten Moment, muss ich auch sagen, habe ich mich in diese Frau verliebt, wie ich mich nicht zuvor in einen Menschen verliebt habe. Ich kann es nicht erklären, das war keine Schmetterlinge im Bauch oder etwas, das war eine andere Art der Liebe. Ich habe mich verliebt. Okay. Da komme ich später nochmal zurück. Dann ging es bergab. Ja, bergab über diese Steine ist ja noch viel schlimmer. Ach, wie werde ich das jetzt schaffen? Aber wenigstens, ich war da oben. Und es sind vier Menschen von unserer Gruppe bei mir geblieben. Drei Frauen und der Priester. Und die sind vor mir hinuntergegangen, weil sie von unten ja besser sehen, wie die Steine liegen, hier sind größere, sind kleinere, wie ich mit meinem wehen Fuß am besten heruntergehen kann. Und die haben mir das immer angesehen, gelinks, gerechts, so. Und so ging es ganz mühsam hinunter. Und noch einen, war nicht so weit. 150, 200 Meter, 250 Meter vielleicht. Auf einmal, sage ich, kommt mir etwas in den Kopf. Was war das jetzt? Ich sage zu den vier Menschen bei mir, wartet einen Moment. Mir ist vorgekommen, ich bin doch jetzt mit meinem rechten Fuß über einen großen Stein zuerst hinuntergestiegen, wie man normal geht. Die wollten wieder ansagen, wartet ein wenig. Dann habe ich es bewusst probiert. Wenn ich das unbewusst kann, dann kann ich es bewusst auch. Und ich habe bewusst probiert, über den nächsten Stein wieder mit den rechten zu steigen. Und es ging. Ich habe momentan spontan, freudig, meine Stöcke in die Höhe genommen und bin schnell gegangen, ja fast gelaufen. Ich hatte so eine riesige Freude. Und seit diesem Zeitpunkt kann ich mit diesem Fuß gehen und ich konnte früher nicht einmal so machen. Nein, jetzt funktioniert es wieder. Und es gibt so viele Menschen wissen das, Ärzte, was mit dem Fuß war, Spital und diese vier Zeugen, was ich hatte, auf einmal geht es wieder. Unten am Fuß war auch noch eine andere Pilgergruppe, die haben das erfahren auch von mir. Das waren fünf Menschen. Jüngere Menschen aus vier Kontinenten,
Aus Kolumbien, aus Portugal, aus Afrika, aus Vietnam und aus Argentinien. Und der, zwei Frauen, drei Männer. Und der Argentinier war ein Priester, ein Pater. Ein ganz ein lieber, netter Kerl. Der hat mich umarmt, hat sich mit mir fotografieren lassen, hat mich extra noch gesegnet. Und war wunderschön, wunderschön. Wir haben es verabschiedet mit Peace, Peace, Peace. Mir, mir, mir. Friede, Friede, Friede. Und ja, und so ging es zurück in unser Quartier. Und ich habe dann im Quartier unserem Priester erzählt, ich wollte fast beichten, ich habe mich in diese Frau verliebt. Ich habe sie mir erzählt, ich habe sie mir auch gezeigt, diese Frau. Sag ich, diese Sünde? Sagt er, nein, ist keine Sünde, das ist doch schön. Warte bis Freitag, wenn wir zurückfahren, dann sage ich im Bus, rede mit ihr im Bus und frag, ob du sie einmal besuchen kannst. Okay. Bei der Heimfahrt dann, im Bus, konnte ich nicht sagen. Ich habe sie immer angesehen. Ja, ein lieber Mensch, also ein besonderer Mensch. Ein besonderer Mensch. Aber ich konnte nicht sagen. Ich hatte auch nicht den Wunsch. Nein, es war einfach wunderschön. Und zu Hause dann, nach ein paar Tagen, natürlich denkt man immer auf dieses wunderschöne Medjugorje, auf die wunderschönen Erlebnisse, auf Wunder, die einen auch treffen. Ich habe an Wunder geglaubt, aber für andere nicht an mir. Und zu Hause dann immer wieder die schönen Gedanken, die schönen Erinnerungen. Und dann fällt mir ein, nein, diese Frau, ich habe mich nicht in diese Frau verliebt. Sie war das Werkzeug unserer Mutter, unserer Gospa, der heiligen Maria. Die heilige Maria hat diese Frau ihre Hand genommen und hat mich stark gedrückt, zu sich gezogen. Das bin ich jetzt überzeugt davon. Und ich habe das Sanfteste gespürt. Und dann hat diese Frau auch diesen für sie starken Druck verspürt. Und für mich war das Zarteste, das war die Maria. Und sie, diese Frau, war das Werkzeug. Habe dann einen Brief geschrieben, einen sogenannten Liebesbrief, auf das ich mich in die heilige Maria verliebt habe. Habe alles aufgeklärt in diesem Brief. Wunderschön. Für mich ist Medjugorje das Vorzimmer des Himmels. Von Medjugorje aus geht es nur noch eine Stufe und du bist im Himmel. Es ist so, glaub mir bitte. Und beim Hinunterfahren, das war mein einziger Wunsch, ein einziges Mal nach Medjugorje kommen. Seit Jahrzehnten mein Wunsch. Und ein einziges Mal und das letzte Mal, ich kann nicht öfter. Mein Leben wird dann langsam aus sein, weil ich zu viel habe. So, und schon unten beginnt die Sehnsucht, das nächste Mal wiederzukommen. Und ich werde, wenn es Gott erlaubt, wenn es für mich in Ordnung sein soll, mit allen, und ich spüre, es wird funktionieren, dann fahre ich wieder, nicht nur einmal, so oft ich nur kann, nach Medjugorje. Ich hätte viel zu erzählen. Ganz kurz noch eine sehr interessante Begebenheit, wahre Begebenheit. Am Mittwoch, am nächsten Tag, nach diesem Wunder auf dem Erscheinungsberg, gingen wir Vormittag in die Deutsche Messe wieder um 9 Uhr, am Abend um 18 Uhr war eine internationale Messe, eine wunderschöne Messe, mehr wie 2000 Menschen haben Platz, es war voll gefüllt. Ich bin alleine gesessen zwischen, es neben mir ist Kroatisch und Italienisch und Französisch und verschiedenste Sprachen sind gesprochen worden und wunderschön. Und jetzt, zu Hause, angelangt, bin ich der glücklichste Mensch. Ich war im Vorzimmer des Himmels. Und es ist noch schöner mein Leben geworden. Ich bin jahrelang jetzt schon sehr gläubig und habe meine Sünden gebeichtet und gebüßt. Und jetzt habe ich noch mehr Vergebung erfahren in Medjugorje. Und jetzt bin ich wieder frisch, bin in einen Jungbrunnen gefallen und möchte meine Kinder, die ich die meisten Jahre lang schon nicht mehr sehe, mit ein, zwei, auch ein Wunder, habe ich wieder Kontakt, aber ich habe ja noch 5 Kinder, die leben. Der 6. ist leider verstorben vor 25 Jahren. Und meine Frau, ja,
Wie, das wäre mein Wunsch noch, wenn sie meine Familie irgendwie wieder mit mir, zu mir melden würde. Die Marie-Therese, mit dieser habe ich jetzt Kontakt und mit Michael auch. Und die anderen gehen mir auch ab. Und meine Frau, ich liebe sie. Jetzt erst weiß ich, wie ich sie liebe, meine Frau. Aber es liegt in Gottes Hand. Darf ich sie noch einmal sehen? Dürfen wir als Familie noch irgendwie zusammenrücken? Irgendwie. Das, ja, das ist schon ein Wunsch. Das ist mein Wunsch. Und es ist interessant, wie ich diesen Herrn Schwan, den ich jetzt eigentlich heute als Bruder bezeichne, der ist mir gestern, ich war in Steinach, das ist nicht so weit weg von mir, und ich fuhr nach Hause, 10 Kilometer sind das, und er stand an einer Kreuzung, momentan hier, dort würde ich nie stehen bleiben an einer Kreuzung, nie, und schon gar nicht für ein paar Kilometer jemand mitnehmen, das zahlt sich nicht aus, aber ich bin stehen geblieben, ich musste stehen bleiben. Und er ist ein sehr interessanter Mensch und er findet mich interessant. Und wir haben gestern haben wir uns kennengelernt, wir haben uns sehr gut unterhalten. Es war ein angenehmer, wunderschöner, interessanter, hochinteressanter Austausch der Gedanken, der Gefühle, des Wissens. Weil ich glaube nicht mehr, ich weiß es jetzt. Für mich ist der Glaube nicht mehr der Glaube. Ich weiß es. Und ich möchte den Jean wieder treffen. Ich hoffe, du hast meine Adresse, Jean, meine Telefonnummer. Ich hoffe, wenn du wieder vorbeikommst, meine Tür steht dir immer offen. Immer.